Projekt arbeiteten die beiden Künstler, Johanna Mangold und Larissa hier hinten, Jan-Hendrik Fels, in den letzten Wochen Tag und Nacht, also buchstäblich. Ja. Beide sind technisch versierte Maler, wie wir heute sehen können, und lassen nicht ab vom Tafelbild und dieser immer wieder für tot erklärten und doch regelmäßig wieder auferstehenden Kunstform. Sie arbeiten meist seriell und oft konzeptionell. Johanna Mangold erschafft eigensinnige und psychologisch aufgeladene Bildnisse in Formen von Malerei, von Monotypien und Objekten. Ursprünge für die Motive findet sie in archetypischen Traumbildern oder auch in Erlebnissen, die sich dann skurril und manchmal auch surreal in einem sehr persönlichen Bildkosmos niederschlagen. Jan-Hendrik Pelz wiederum arbeitet vorwiegend als Maler, der das traditionsreiche Medium des Tafelbilds immer auch auf seine Tauglichkeit hin abklopft. Er vermag durch augenscheinlichen Fotorealismus zu beeindrucken und führt durch konzeptionelle Brüche, meist in thematisch weitläufige Serien eingebunden und eingebettet, neue Möglichkeiten und Erweiterungen für das Ölbild vor. Die Allelopathie, ich weiß nicht, ob Sie schon wussten, beschreibt die Wirkung von Pflanzen oder auch Mikroorganismen mittels chemischer Botenstoffe auf andere Pflanzen. Die Auswirkungen können positiv wie auch negativ sein. Der Betrachter läuft aber nicht Gefahr, durch die allelopathischen Substanzen vergiftet zu werden, die solche Bildwechsel zum Einsatz bringen. Sie führen ihn eher zu einer Art Rausch, der ihn vergnügungssteuerbefreite Lust bereiten wird. Johanna Mangold und Jan-Hendrik Pelz kennen sich seit der Akademie her,
haben ihre Ateliers in Schondorf sozusagen Tür an Tür, sind allerdings inzwischen auch räumlich voneinander entfernter und haben sich immer wieder auch künstlerisch getroffen. Für diese Ausstellung haben sie, könnte man sagen, eine Langzeit-Performance sich ausgedacht. Performance als gemeinsames Tun, gemeinsame Handlung, gemeinsamer künstlerischer Prozess. Johanna zeigt bzw. schickt bzw. gibt dem Jan eine kleine Arbeit. Jan guckt sie sich an, macht sich seine Gedanken dazu, reagiert darauf künstlerisch und übergibt seine Reaktion an Johanna. Johanna ihrerseits macht sich Gedanken zu Werk 1 und Werk 2, also zur Antwort, und antwortet wieder. Und auf diese Weise, so ähnlich wie beim Ping-Pong, nur über 10 Wochen verlangsamt, entsteht ein gestalterischer und gedanklicher und emotionaler Austauschprozess, der zu dem führt, was wir hier sehen dürfen.